ist das erste Fernsehen der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einer der schwersten Wirbelstürme seit Menschengedenken ist über die Philippinen hereingebrochen. Der Taifun Haiyan schlug heute eine riesige Reise der Zerstörung durch den Inselstaat. Wie stark die Verwüstungen sind, können die Behörden bisher neben der nicht absehen. Sind der Taifun traf der Hauptstadt Manila auf die Philippinen. Hunderttausende Einwohner hatten die Region vorsichtshalber verlassen und in Notunterkünfte gebracht. Soweit bekannt kamen mindestens drei Menschen. Arbeit an der Anklage hinter Generalbundesanwalt. Ein Lastkahn tanzt auf hinter hohen Wellen und mit der tosenden Brandung besatzung fünf Zinsseeleute. Sondern auch Mittäterin der sind dramatische Szenen in Bürgern. Nach und nach erreichen die Männer das Ufer einer Rettung in Stamina. Auch sie sind noch einmal davon gekommen, Flüchtlinge in Iloilo. Hunderttausende Menschen zwingen Wirbelsturm aus ihren Häusern. Jetzt fahren sie aus in die Notunterkünften der Regierung. Fühlen uns sicher. Wir sind raus aus der Gefahrenzone. Uns wird nichts mehr passieren. An den Tatorten sei zwar nicht sich vor Tagen aber schon über die Täterschaft zusammengebraut. Virologen sprechen von einem Superteil. Er könnte der stärkste jemals gemessen Geld verwaltet, gefälschte Dokumente besorgt und früher am Morgen trifft er erstmals auf die philippinische Küste die gemeinsame Wohnung Wucht und hohem Tempo sicher Sturm über die Inseln Sabah, entdeckt morgen können. Der Taifun erreicht den Wind bis zu 380 km pro Stunde. Er hinterlässt darunter Spuren zu leben. Ehemaliges NPD-Mitglied aus Thüringen und Straßen, Bäume und Strommasten sind unbeknickt. Zwei Menschen kommen durch Stromschläge ums eine Cesca. Wie viele Opfer insgesamt ist zur Stunde unmöglich zu finden, die am Schluss möglichen Unterstützer wird können wir es nicht vorbringen. Doch es scheint schwer beweisbar zu sein, ob sie wirklich von den Straftaten der Kerngruppe wussten. Die 500 Seiten starke Anklageschrift aus Karlsruhe ist heute beim Oberlandesgericht München eingegangen. Kein Sturm kann die Bundesanwaltschaft die Vorwürfe beweisen müssen. Die Hauptverhandlung könnte im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Im Laufe der Nacht wird Haiyan die Philippinen verlassen. Er zieht weiter übers Meer. Ein hochgefährlicher Tropensturm. Er bleibt. Das Gremium über 20 Taifune treffen die Philippinen jedes Jahr. Nach des Weltklimarates, der Windgeschwindigkeit und der Menge der tropischen Wirbelstürme in den nächsten Jahrzehnten zunehmen. Ein solcher Sturm entsteht, wenn sich die Oberfläche des Meerwassers stark erwärmt. Aber nicht. Schon während des Wehrdienstes fiel direkt von Extreme gesinnt von Panzergrenadieren mundlos auf. Er wurde durch Ermittler des militärischen Abschirmdienstes befragt und bei Durchsuchung wurde rechtes Propagandamaterial hergestellt. Auch viele seiner Gesinnungsgenossen waren beim Unglück. Der heute mit André E. fiel bei der Musterung durch Tätowierungen auf. Blut und Ehre, eine Rechtsflagge mit initialen Ab- und H-Punkt. Was dramatisch war im Taifun sind nicht nur die Windgeschwindigkeiten, über 300, das kann man sich nicht er blieb das andere sind die Niederschläge. Wir haben jetzt schon beim MAD zu Protokoll geben, soll die SS gewesen sei, in Deutschland, ja noch richtig die Regen eines halben Jahres. Und wenn jetzt die Windgeschwindigkeiten sinken beim Auftreffen auf Vietnam, kann es sein, dass dort umso höhere Regenmengen fallen, auch das verhehlt in den Folgen. Der Taifun Haiyan konnte so groß werden, weil Schäpe, ideale Bedingungen füttern. Außerdem über die Wassertemperaturen sind das starke Winde, die alle aus einer Richtung wehen. Inzwischen bemisst sich sein Durchmesser noch im Jahr 600 Kilometer. Am Sonntag wird der Taifun Vietnam treffen. Und die entscheidende Frage für uns ist, nach zweieinhalb Wochen steuern die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD auf die Handzahlen zu. In bisher 50 Arbeitsgruppensitzungen haben die Unterhändler an einem gemeinsamen Regierungsprogramm gefeilt. Kompromisse in Teilbereichen wurden gefunden, Durchbrüche in zentralen Politikfeldern stehen noch aus. So überwies heute die Gruppe der Innen- und Rechtspolitik gleich mehrere Streitthemen, darunter die deutsche Staatsbürgerschaft, frühzeitig zu begegnen. Fünfmal noch, weil sie tagen bis zum geplanten Abschluss der Verhandlungen Ende November. Hier eine Zwischenbilanz. Die Sicherungsverwahrung von gefährlichen Straftätern ist zur Stunde Thema im Bundestag. Zur Debatte steht ein Gesetzentwurf der Regierung, in wenigen mit dem Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden der Ökostromanschlag soll bis 2020 die sogenannten Nachträge zu 40% betragen. Gleichzeitig soll die Offshore-Förderung gedeckelt und damit günstiger werden. Können dem Entwurf zufolge nicht rückwirkend in Sicherungsverwahrung darf die Miete um maximal 10% steigen. Die Wohnräume für Sicherungsverwahrte aussehen, so jedenfalls nicht.
hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, mehr verabredet wurde, Druck für eine Finanztransaktionssteuer in Europa zu machen, wie Hildenburg, Sachsen-Anhalt bauen deshalb fast alle Bundesländer ihre Haftanstalten um mehr Transparenz bei Rüstungsexporten. Über den Verkauf von Kriegswaffen sollen Parlament und Öffentlichkeit früher als bisher unterrichtet werden. Das Gesetz ist nicht ausreichend, eine erhebliche Sicherheit auf diesem Gesetz. Es ist nämlich nicht die Frage beantwortet worden, was machen wir mit den gefährlichen Straftätern, die unter einer psychischen Störung leiden, hier die Störung in der Haftzeit entdeckt wird. Diese Sicherheitslücke sieht auch die Union auf, wenn es um wichtige Fälle geht. CDU und CSU wollen der neue Regelung trotzdem so zustimmen, denn die Zeit drängt. Die Wunschliste addiert sich auf mindestens 50 Milliarden. Verwirrende Streitpunkte sind darüber hinaus Mindestlohn, Maut und die doppelte Staatsbürgerschaft. Die nachträgliche Sicherungsverwahrung auch für die Zukunft Verhaltungsfortschritt, davon hält auch noch Justizministerin in Bereichen im Zweifelsfall eine Einigung. Urteil reingeschrieben werden, dass am Ende der Haft Tatsache, dass es solche Einzelheiten entschieden, wie man wirklich auch da müssen jetzt, wenn es um die Beurteilung wegen eines sexuellen Missbrauchs geht, viel intensiver prüfen, ob es gegebenenfalls eine Gefährdung geben kann nach Union und SPD noch Zeit, harte Auseinandersetzungen bis zuletzt auch durch den Bundesrat. Da können Union und SPD dann nochmal versuchen, für die nachträgliche Sicherungsverwahrung zu prüfen. Inhaltlich sind Union und SPD gar nicht mehr so weit auseinander. Das griechische Parlament hat in der Nacht ein weiteres Sparpaket verabschiedet, am Schluss entschieden. Das letzte Wort haben die drei Parteien. Die Regierungskoalition kann die letzte große Hürde bleibt, dass bislang einmalig ihre die SPD-Mitglieder befragen. Ein nicht unbeträchtliches Risiko, denn daran wird sich am Ende entscheiden, ob es zu einer großen Koalition kommt. Beim Klimaschutz haben die Koalitionsverhandlungen bereits Auswirkungen hatten ihren nach Brüssel. Gestern beendet. SPD und Union sich geeinigt haben, ist jetzt in der EU der Weg frei für eine Reform des Handels mit CO2-Verschmutzungsrechten. Die Industrie muss diese Zertifikate für jede Tonne des Treibhausgases vorweisen, auch die ausgestellt wird. Mit der Reform sollen die Zertifikate knapper und knapper teurer werden. Anreiz für die Unternehmen, mehr in moderne Filtertechnik zu investieren und so die Emissionen zu verringern. 100 oder 200 Euro, aber kein Exportüberschuss hat im September einen neuen Rekordstand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Ausfuhren um 3,4 Milliarden zu überzeugen, über den Einfuhren. Und sei vor allem die steigende Nachfrage aus den anderen EU-Ländern. Innerhalb der Europäischen Union sowie von den USA waren die deutsche Exportstärke wirederholt kritisiert worden, weil sie wirtschaftliche Ungleichheit nach einer 40-stündigen Debatte und mit nur 2 Stimmen Mehrheit das Sparpaket. Bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in Genf steckt die Hoffnung auf einen Kompromiss. Die 5 UN-Vetomächte und Deutschland sollen sich mit dem Iran auf die Grundzüge einer Übergangslösung Arbeitsplätze für unsere Kinder haben. Überraschend und für alle mehrere Außenminister nach Genf, unter ihnen auch US-Außenminister Kerry. Er wies darauf hin, dass am Sonntag einige Differenzen in Athen die Abstimmung über den Haushalt an. Spätestens mit seiner am Montag klar Finanzminister in Brüssel, ob sie bereit sind, die nächste Hilfstranche von über 31 Milliarden Euro an Griechenland auszuzahlen. Nur noch einmal zur Sicherungsverwahrung von gefährlichen Straftätern. Der Bundestag hat dem Gesetzentwurf der Regierung soeben zugestimmt. Nun wird sich der Bundesrat mit den Reformplänen auf dem Tisch, die ungelöst sind. Die Türkei ist erneut direkt vom Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien betroffen. Bei Gefechten zwischen Aufständischen und Regierungstruppen an Grenzposten wurden Medienberichten zufolge auf türkischer Seite 2 Zivilisten durch Schüsse verletzt. Wegen der Kämpfe seien etwa 200 Syrer über die Grenze in die Stadt Neuland hinausgegangen. Der Grenzposten Sanktionen in der Region ist das Land der letzten beiden, die noch das nur der syrischen Armee sind. Ein Kompromiss mit Verfallsdatum. Bei mehreren Bombenanschlägen sind in Afghanistan mindestens 19 Menschen getötet worden. In Kandahar zündete ein Selbstmordattentäter an einem Kontrollpunkt einen Sprengsatz und riss 3 Polizisten mit in den Tod. In der Provinz Helmand starben infolge einer Explosion 10 Menschen. Auch ein Hinweis an Israel. Ein Zwischenabkommen die Führung steht ablehnt. Vor einem Generationswechsel. Außenminister Sarif dagegen sieht den Deal schon in trockenen Tüchern. Auf dem parteischen wir haben jetzt einen Entwurf einer Vereinbarung. Wir müssen es noch auf Papier bringen, sodass wir eine gemeinsame Erklärung haben und nicht zwei verschiedene. Aber dafür das klingt nach schnellem Durchbruch.
Doch ganz so einfach wird das wohl nicht werden. Die Gespräche dürften sich noch bis spät in den Nacht hineinziehen. Eine Einigung wird es wohl erst morgen geben, wenn auch Außenminister Lavrov stößt. Mit leeren Koffern aber werden die Außenminister aus Genf wohl kaum abreisen. Dafür sorgt ein massives Vereinte Nationen und Europäische Union haben zahlreiche Sanktionen gegen den Iran verhängt. Um das Land im Atomkrieg einlenken zu bewegen, einen Überblick geben um die Macht. Tagesschau. Frühere Parteichef Jiang Zemin zieht noch immer seine Syrien und den Nachbarstaaten läuft seine groß angelegte Impfaktion gegen Polio. Insgesamt 20 Millionen Kinder sollen vor Kinderlähmung geschützt werden. Eigentlich galt die gefährliche Viruserkrankung in der Region als ausgerottet. Doch Ende Oktober hatte die Weltgesundheitsorganisation mehrere Polio-Fälle in Syrien bestätigt. In den eigenen Reihen des Bürgerkrieges wurden viele Kinder nicht mehr wenn es euch nicht gelingt, dieses Problem zu lösen, laut Weltgesundheitsorganisation in Genf, dass die Impfung gegen den Ausbruch von Polio und den Untergang des Staates. Es ist die größte Impfunglandzeiten in der Region und die Gefahren sind um weiter zu wachsen, muss China mehr konsumieren. Bis heute haben wir in Syrien selbst 650.000 Kinder geimpft. Kein leichtes Erbe. 117.000 in der Region Al-Assaur, in der der Ausbruch der Infektionskrankheit ja vor einer Woche bestätigt wurde. Wichtige Reformen wurden nicht angefragt. Soziale Konflikte mehr als 2,5 Jahre Bürgerkrieg in Syrien, vor allem die Kinder leiden. Viele Leben unter ärmlichsten Bedingungen sind von den Kämpfen traumatisiert. Die ärztliche Versorgung ist häufig kaum vorhanden. Kinder wie dieses müssen nicht selten weitere Hintergrundinformationen zum Führungswechsel in nach dem Ausbruch der Kinderlähmung ist nun begonnen worden, alle Kleinkinder zu impfen. In Großstädten ist es aber wesentlich einfacher als in Gebieten, wo das Regime und die Rebellen sich gegenseitig bekämpfen. Ausdrücklich stellt Damaskus der US-Präsident hinter die Impfkampagne. Seine Arbeit im mein Ministerium ist sofort in das Gebiet gereist und hat eine Impfkampagne organisiert. Wir haben die Zeit bis zum Beginn dieser Kampagne sogar beschleunigt. Syrien allein ist aber nicht mehr das Problem. Laut Weltgesundheitsorganisation verbreitet sich das Virus wegen der Flüchtlingswellen in der ganzen Region. Gut eine Woche nach dem verheerenden Kabelsturm Sandy hat an der US-Ostküste Kinder unter 5 Jahren wurden von uns geimpft, egal welcher Nationalität sie anhören. Das ansteckende Virus wird nicht nur in Syrien und dem Libanon bekämpft, sondern mittlerweile auch im Irak, Jordan und der Türkei. Dabei waren viele Haushalte gerade erst wieder die Pille danach soll nach dem Willen des Bundes künftig ohne Rezept erhältlich sein. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Ländervertreter heute in Berlin. Ziel ist es, durch eine schnelle Einnahme ungewollte Schwangerschaften vor allem bei jungen Frauen zu verhindern. Die Bundesregierung muss allerdings stürzt zustimmen. Die Strom- und Wasserversorgung wird nach des Gesundheitsministeriums im Jahr eben mit der Stärke 7,4 war das folgenschwerste seit mehr als 30 Jahren. Der EU amerikanischen und Menschen Glaubens hat eine deutliche Mehrheit von wachsendem Antisemitismus in Europa berichtet. Mit einer Gedenkfeier im Rat haben drei von vier Befragten beobachtet, dass in den vergangenen 5 Jahren die Feindseligkeiten zugenommen hätten. Besonders stark sei dies in Ungarn, Frankreich und Belgien gewesen. In Deutschland habe deshalb jeder Vierte bereits einmal an Auswanderung gedacht. Die EU-Agentur für Grundrechte hat in der nicht repräsentativen Studie etwa 6000 Juden befragt. Fast 3 Jahrzehnte lang hat Berlin eine geteilte Stadt, bis die Mauer fiel. Morgen ist das genau 24 Jahre her. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg lädt nun im Internet zu einer Zeitreise ein. Seit 30 Jahren besucht die Schulen und Zeitzeugen über ihre Erlebnisse unter der Nazi-Herrschaft. Ich verstehe auch, wenn die Jugend mir sagt, 250 Filme und Originalberichte kann sich jeder auf berlin-mauer.de anschauen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat seine Archive geöffnet. Die Geschichte der geteilten Stadt von Anfang an, als es noch bei den Pogromen, den gewaltsamen Übergriffen gegen Juden, wurden zwischen dem 10. und 13. November 1938 der Alltag auf beiden Seiten über 1400 Synagogen und 29 Jahre Material zugänglich gemacht auf der neuen Internetseite. In der Frankfurter Paulskirche immer mit den konkreten Orten auf der Karte der Juden die Bedeutung werden die großen Pogrome hervor. Aber auch die kleinen. Spätestens von hier ist die Mauer links an, so furchteinflößend. Jeder Jude in diesem Land, die DDR, so sehr er Deutsch wähnte, was er will, so sehr Deutsch auch in Deutschland der Intershop-Besuch ohne harte D-Mark. Hatte der reine Hass die Angriffe auf Juden in Häuser und Synagogen waren nicht wie von der Propaganda verbreitet spontaner Volkszorn, sondern vom NS-Regime passiert und gesteuert. Zum Beispiel unmittelbarer Folge der Gewalt am 23. wurden 30.000 Juden in Konzentrationslager verschwindet. Die Pogrome im November 1988 waren der Übergang der Diskriminierung der Juden zur systematischen Pogrome und Vernichtung.
nicht. Die Beleuchtung, die Lampen hier. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag. Wunderschönes November. Und Bewegendes gibt's auf Hochdruck-Mauer.de. Morgen in Teilen Deutschlands für freundliches Wetter. Nun die Wettervorhersage. Die Hälfte ist die Luft Samstag noch recht feucht. Hier lichten sich die Wolken und kühle Luft strömt zu uns. Heute Nacht ist der Himmel Südschweden ansteuert und im Wochenende nicht so wechselhaft ist hier und da. Im Süden ist es nur locker bewölkt. Die Spitze kommt der Regen auch im Südosten. Morgen ist es nicht oft grau. Am Tag ist es im Südosten regnerisch. Der Regen geht im höheren Süden und Schnee über. Sich verbreitet. Ist das wechselhaft? Aber auch sonst. Küsten sind arge Schauer unterwegs. Mitunter sind Gewitter dabei. Ansonsten oft trockenes, recht freundliches Wetter. Der Wind weht schwach im Norden mäßig. In den Böschungen an den Stürmeböen, auf den Bögen Sturmböen. Und Nacht am Tag im Norden stürmische Böen und minus Sturmböen. Der See, schwere Sturmböen. Wird er zwischen 8 Grad im Fichtelgebirge und 13 Grad in der Nacht. Sonne wird er zwischen 10 und 5 Grad. Am Samstag dann noch Temperatur und noch mehr freundlich. Und dann gibt es viele Wolken und lichtweise Regen. Am Sonntag wird es wechselhaft, im Süden noch mit länger anhaltenden Regen. Aber auch Montag wird es zunehmend trocken und freundlicher.